Diese speziellen Resonatoren laufen in der Mitte spitz zu. Sie haben eine Dicke von 4 mm, das Gewinde natürlich nicht mitberechnet. Die Form der Resonatoren sorgt für eine deutlich bessere Reflexion und der Sound wird lauter und kräftiger, die Ansprache direkter. Hier kann man sehen, wie der Resonator befestigt wird. Auf der Rückseite hat der Resonator ein Gewinde und mit einer Konterschraube wird das Polster somit fixiert. Der Vorteil dadurch, der Resonator kann jederzeit bei zukünftigen Generalüberholungen wiederverwendet werden. Der Durchmesser des Resonators richtet sich nach dem Durchmesser des jeweiligen Tonlochkamins. Der Durchmesser sollte möglichst groß gewählt werden, aber es muss ein gewisser Abstand zwischen Resonator und Tonlochkamin vorhanden sein. Der Abstand ist nötig, da der Resonator den Filz des Polsters unter Spannung setzt. Ist der Abstand zu gering, kann keine dauerhafte Deckung gegeben werden. Hier sehen Sie ein Con Naked Lady Bariton Saxophon. Bei diesem haben wir die Resonatoren eingesetzt. Das Instrument wurde durch unsere Werkstatt komplett generalüberholt. Yeah.